Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Empyrean Galactic Survive mit dem guten Pappnase. Hallo. Wo bist du, Pappnase? Ich bin auf der anderen Seite des Planeten und habe ein bisschen Kobalt geholt. Ach gut, Kobalt ist uns nämlich zu nahe gegangen. Wir haben natürlich ein bisschen weiter gebaut. Wir haben auch ein bisschen weiter aufgenommen. Das könnt ihr euch mal Pappnase angucken. Ich habe es rausgeschnitten, oder besser gesagt rausgelassen, weil unten Familienkrach war. Mein Sohn rufte dann die ganze Zeit und dann habe ich die Aufnahme gelöscht. Und ja, war ein bisschen zu voreilig. Aber beim Pappnase ist es noch auf der Platte und da könnt ihr euch das dann angucken. Da haben wir ein bisschen weiter gebaut und ein bisschen mehr, da seht ihr halt ein bisschen mehr. Ich habe nämlich oben schon die Basis, die den zarten Namen Pappnase stinkt, trägt, gebaut. Und der Pappnase, also in seiner Aufnahme, wenn ihr die geguckt habt, seht ihr es schon, habt das schon gesehen, aber mir seht das jetzt erst. Er hat dann als Rache das Dings umbenannt in, ja, da kommt er niemals drauf, da ist er. Oh. Tim stinkt. Was passiert? Oh Gott, ich versuche mich hier aus dem Riesenloch rauszubuddeln und ich habe im Kreis gebuddelt quasi. Ich habe mich an der einen Seite reingebohrt und an der anderen Seite bin ich wieder rausgekommen. Dann hoffe ich, dass du das aufgenommen hast. Das will ich sehen. Ja. Gut, ich brauche noch einen, weil ich da oben einen kleinen Fehler gemacht habe. Remove and Repair Tool, Metal Components brauche ich noch. Dann können wir dann nämlich hochgehen. Ich habe schon einen Generator drin. Ich habe schon einen Large Constructor drin. Eigentlich ganz, ganz viel. Also läuft. Läuft wie eine 1 gerade. Ja. Und die große Basis da oben, die scheint auch irgendwie zu funktionieren bald. Hoffe ich. Ihr seht es ja schon aus der Ferne. Also sehr cool. Das ist ein richtig schöner Hangar. Da wird das Schiff hier landen drinne. Plus noch eins. Aber wir werden gleich mal... Ich werde euch gleich zeigen. Dann werdet ihr sehen, wie groß das ist. Wird auf jeden Fall äußerst spannend. Ja. Wird eine Menge Arbeit sein. Auf jeden Fall. Ich habe das Schiff hier ein bisschen kaputt gefahren. Also... Ja, ich habe ja eh Fahrverbot. Was soll ich sagen? Ich glaube, die wissen das gar nicht, dass du so viele... Ich meine, du bist ja jedes Mal, wenn du in das Teil eingestiegen bist, klemmte das irgendwann irgendwo fest. Ja, ich habe das immer irgendwie kaputt gefahren. Irgendwie und wie ich auch immer das geschafft habe. Also, deswegen darf ich es ja nicht mehr fahren. Ein Fuel Pack brauche ich noch. Gut. Oh Gott. Eins reicht doch. So, ich habe das Schiff natürlich ein bisschen modifiziert. Ich habe jetzt echt darauf geachtet, dass ich alles Mögliche habe hier noch. Ihr seht, ich bin auch gestorben, weil ich musste nach unten. Das war der Familienkrach da unten. Mein Sohn rufte 20 Minuten gefühlt oder sogar echte 10 Minuten nach Mutter, nach Mama. Und ja, das hat die ganze Aufnahme bei mir gesprengt. Das konnte ich dann so nicht lassen. Und dann bin ich dann runtergegangen und musste mich natürlich um ihn kümmern, weil die Mutter irgendwo war. Keine Ahnung, wo sie hingegangen ist. Ja. Und deswegen, muss ich leider einen überspringen jetzt. Schade. War eine super Aufnahme geworden, aber den Teil könnt ihr ja beim Pappnase machen, bis das Mama losging. So, ich habe Hunger, Pappnase. Was machen wir denn mit dem Hunger jetzt? Ja, wir brauchen schon was zu essen. Also, ich kann gerne auf dem Rückweg gucken, ob ich irgendwas sammeln kann. Ich habe noch eine Kuhafrucht, aber nur eine und die bringt nicht wirklich viel. Wir probieren hier auch jetzt direkt mal diese Oxygenflaschen aus, denn ich habe zwar den Helm ab, also ich kann das auch hier im Inventar gucken, da sieht man das auch. Ich habe den Helm auch ab, gut. Ja, die sind super lecker. Oh, die ist sogar essbar. Wenn ich allerdings im Cockpit bin, dann verbraucht er den Sauerstoff. Darum. Schwierig, also noch ein bisschen schwierig. Aber die haben wir abgeerntet frisch. Weil das sind die essbaren Pflanzen auf diesem Planeten. Und diese Corn Dogs, ne, die geben auch richtig... Da habe ich mich die ganze Zeit mit satt gefressen. Und jetzt sind sie alle weggefressen. Scheiße. Ja, ich hatte hier noch... Aber die habe ich, glaube ich, auch alle weggefressen. Der Pappnase stinkt. Sieht von Weitem schon ziemlich imposant aus, finde ich. So eine Inberg-Base, das ist der Hangar. Da wollte ich tatsächlich... Wartet. Lämpchen dran bauen. Ich habe ein bisschen vorbereitet. Also nicht unsere so Biene Maya. So lustig aus, das Schiff, so. Ja, sollte eigentlich mit Restaurant spielen, aber irgendwie sieht es eher nach Biene Maya aus. So, haben wir schon mal 4 Lämpchen. So. Hier bin ich gerade gestorben, verhungert. Da ist aber... Fliege ich einfach in diese Richtung weiter. Ich hoffe, der ist irgendwann mal weg. Move and Repair Tool, wo ist es? Wo habe ich's? Oh nein, ich habe ihn liegen lassen. Ich habe ihn gecraftet, aber nicht mitgenommen. Oh komm, ey. Wie kann man so doof sein? Ich brauche den, weil ich habe hier, ihr seht's, einen Raum gebaut. Einmal ein Large Constructor und da ist der Energieraum. Und der...
kriegen wir nur mit diesem scheiß Tool weg. Ich darf wieder hin und her rennen. Oh Mann. Na egal, Schicksal. Oh, falscher Knopf. Oh, 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 oh. Autsch. Das war natürlich jetzt sehr vorteilhaft. Guck, wie viel Kaffee wir haben derzeit. 34, okay. Also ich habe in meiner Tasche 29. 29 leckere Käffchen. Das ist aber nicht sehr viel, Tim. Nur weil du 34 hast oder was? Das sieht man schon von Weitem, dass sie wackeln, die Dinger hier. So, ja. Ich habe Ärger mit Blumen gehabt die ganze Nacht. Die haben mich tatsächlich gekillt, als ich da einmal kurz zu meinem Sohn runtergegangen bin und gucken, was denn die Mutter da so treibt. Da haben sie mich dann verspeist, die Blumen. Gib mal schnell den Löffel ab. Deswegen bin ich auch froh, dass wir da oben bald hausen werden. Da kommen sie nämlich nicht hin, die blöden Blumen. Ach, nehmen einfach mal mit. Obwohl, nee, will ich nicht mitnehmen. Was bringen die? Das habe ich ihnen. Ja. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den virtuellen Beinen, ne, Pappnase? Auf jeden Fall. Dann muss und ich jetzt da werden wir auch schon wieder beschossen von einer Drohne. Du wirst beschossen. Ja. Ich und der Zuschauer. Ich nicht. Ich habe Frieden. So, ich muss jetzt... Diese scheiß Drohne greift natürlich unser Schiff an, wie mir gerade wieder einfällt. Die sind ja so perfide. Voll Schweinerei, ne? Die lassen uns leben, aber machen unsere Schiffe kaputt. Voll die abgewichsten Viecher. Sind aber noch viel zu weit weg. J. Da. Move and Repair Tool, da kann ich direkt mal repairen. Keine Ahnung, warum ich hier schon Beulen drin habe. Habe ich die reingetreten oder was? So. Weg mit dir, du. Gib doch. Ach so. Ich bin gleich tot. Repair kostet ja keine Energie. Habe ich vergessen. Ah, oh, er ist weg, der Block, Pappnase. Was für eine Erleichterung. So, und hier wollen wir den Energieraum reinbauen. Aber ich habe extra Blöcke vorbereitet. Ich habe eigentlich alles Mögliche vorbereitet. Boah, diese blöde Drohne schwebt da in der Luft. Was? Verflucht, ich bin gleich tot. Ja, wir haben eine Sache falsch gemacht. Ne? Wir haben tatsächlich nicht an Munition gedacht. Ja. Wir wollten diesmal so toll durchstarten. Und haben vergessen, das ist so unfair, die können durch Berge schießen. Ja, gut, das ist das noch, Alexis, ne? Darf man auch nicht vergessen. Da bin ich tot. Die hat mich getötet. Pappnase ist tot. Im Video. Ja, ist aber schuld, ne? Oh, ja. Ist klar. Ich spawn natürlich direkt in der Luft, an der Höhe von, in der Stratosphäre quasi. Mein Rucksack. Ich glaube, ich habe langsam raus. Warte ab. Oh Gott, wo ist mein Rucksack? Der Generator läuft. Die Base hat Strom, Pappnase. Wo ist mein Rucksack, Tim? Ich kann dir das nicht sagen. Die Lampen sind aus. Wieso? Wie soll ich mich denn jetzt so erwehren? Ich weiß nicht. Guck mal, die sind sogar aus. Oh, hier kann man Farben auswählen mittlerweile. In welche Farbe die leuchten? Die werden alle rot leuchten. Rot. Oder sind die alle an der Nee, Quatsch, die werden alle rot. Ark. Wo ist meine... Da. Ark. Was? Wo ist die? Wo hat der die hingetan? So, Pappnase. Also, wenn du hier craften willst... Oh, die leuchten echt rot. Boah, wie geil ist das denn? Wo hat der das Gewehr hingetan? Oh, das wird nachts so hammer aussehen. Will das Nacht ist endlich mal so Nacht sein. Unser Einflugschneise hier. Ah, ja, toll. So, und ihr seht, ich bin fleißig hier im Bärchen bauen. Also bei Pappnase seht das nicht, bei mir seht das nur. Oh, das ist eine böse Drohne. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Alter Killer, du. Ja. Das können wir alles gar nicht mitsammeln, ne? Gott, jetzt haben wir keine Ressourcen hier oben. Ne? Wir müssen erst das kleine Schiff stark klar machen später, Pappnase, ne? Wir haben ja gar keine Ressourcen hier oben jetzt. Wie, keine Ressourcen? Welche meinst du? Und? Wo ist denn die andere Drohne? Wir haben jetzt also alles, was im Escape-Pod ist, das müssen wir natürlich nach oben schaffen. Heißt also, wir müssen das Escape-Pod irgendwie mal stark klar machen. Dafür brauchen wir ja den großen Konstruktor. Glaube ich.
Ja. Dafür müsstest du mal deine Fähigkeiten. Ja, aber das ist kein Problem. Also, da können wir auch das Ground Fleet benutzen. Ach, das ist gut. So, ich versuche das irgendwie räumlich abzutrennen. Würde ja gerne die Drohne da noch kriegen, aber die schwebt so blöd in der Luft. Dann erstmal das Zeug hier loswerden. Noch verfeinern hier. Energieraum, da kommt man gut dran so. Das ist schon mal fein. Da möchte ich eigentlich gerne noch eine Box hinstellen. Guck mal hier, perfekt. So. Kann man hier durch diese Tür, die dann noch nicht vorhanden ist, reingehen. Hier hinten kommt eine Box hin. Oh, der Stein ist weg. Und so wird hier schon eine feine Base entstehen. Oh Gott, das wird so eine wunderschöne Base, Blase. Kikiriki. Wieder eine wunderschöne Base. Bob, geht da dieser blöde Rucksack nie weg. Das stört so dermaßen. Der Gorblock, der kommt noch weg. Den werden wir noch umsetzen. Natürlich erst dann, wenn wir einen zweiten haben. So, jetzt würde ich mich freuen, wenn Nacht wird, damit man das mal sieht. Obwohl hier drin ist dann also ganz stockfinster. Hier ist dann ein Gang, hier kommen Türen rein. Und natürlich weiter nach hinten. Falsche Tool. Ich schau fleißig das Essen. So, das nächste Räumchen, also Gängchen, mein Gott, ich will da so lang gehen. Also juckt. Also sie soll total abgespaced aussehen, die Basis, sie soll also richtig geil aussehen. Schwer mit dem Block, volle Nase. Geht man so rein. Man hier den ersten Crafting-Raum, damit man hier die Ressourcen schnell unterbringen kann. Hier ist natürlich noch nichts drin. Und da kommen noch zwei Cargo-Boxen hin. Energieraum ist... Oh, da ist ein Turm. Hänge fest. So, kriegt alles noch Türen. Ups. Und hier müssen wir noch ein bisschen Boden reinmachen. Was würde jetzt für einen Raum Sinn machen? Der Sanitätsraum, der müsste auch ziemlich nah sein, ne? Wenn man reinfliegt. Ich würde eher eine Küche bauen, Tim. Man hat ja links und rechts Platz. Die Küche und sein Testraum. Ja, aber du weißt, dass wir einen Food Processor brauchen. Auf jeden Fall. Damit wir überleben können. Mal als nächstes. Soll ich auch irgendwas craften? Was? Soll ich auch irgendwas craften? Ja, du willst hier einen Prozessor bauen zum Beispiel, einen Food Processor. Achso, nein, was klein, was etwas, was der kleine Prozessor kann. Der kleine Konstruktor. Nö, mir fällt nichts ein. Wir brauchen auf jeden Fall die Komponenten für das Escape-Pod, dass wir das hier oben landen können. Das wäre ganz praktisch. Oder du schleppst, ja gut, das kann ich mit dem kleinen Teil nicht machen. Oder du schleppst die Sachen einfach alle hoch. Na, wo bist du überhaupt? Essen sammeln. Bist am Arsch. Der Essen wird eng bei mir gerade, muss ich sagen. Also ich bin schon fast wieder tot. Du hast ja verhungert. Voll arbeiten. Weißt du, nur arbeiten, 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 ne? Und dann verhungern. Schwuppdiwupp ist man tot. Ist man verhungert. Ja, es geht ratzfatz. Oh Gott, das ist so schwer damit zu ziehen, weil man die Blöcke immer sieht. Wie dumm, wie kann man einem Objekt eigentlich eine als Namen eine Aussage geben? Was?
Wie kann man einem Objekt den Namen einer Aussage geben? Also Tim stinkt ist ja eine Aussage. Aber Pappmasse stinkt finde ich schon einen ziemlich heftigen Bassnamen. Also der ist ziemlich, kommt sehr realistisch rüber. Ja, das ist ziemlich gut, ne? Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir mal wirklich das Weltall erobern, dass es eine Basis gibt im Weltraum, die Pappmasse stinkt heißt. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein sehr weitläufiger Name. So, ich brauche noch einen Boden. Boah, ich habe 100 Blöcke gebaut. Ich habe nur noch 25. Das geht so schnell, ne? Ja. Also hier kommt das... Stimmt, Küche. Blöcke könnte ich machen. Obwohl, ich habe kein Eisen. Ey. Mein Drill ist leer. Hab schon wieder die ganze Munition verpulvert, ey. Aber egal, der... Muss sich jemand retten kommen, oder was? Nein, alles gut, alles gut. Ich komm klar, der Flatten... Quatsch, der konnte das doch auch. Achso, du musst jetzt mal nachladen. Der kann nämlich auch abbauen, genauso wie der Drill. Wieso abbauen? Der kann auch nur auffüllen. Nö, zum Abbauen. Das wird Ressourcen mit dem. Der eine, der füllt auf. Ach so, du plättest. Du plättest ja, damit. Kommt trotzdem Ressourcen rausgeflogen. Weil hier sind ja nur Steine. Weil hier sind ja nur Brocken, also egal. Oh Gott, weißt du ja nicht süß. Was ist jetzt los? Ach, diese Pampe da, diese wandelnde Pampe. Bei mir hat er gerade irgendwie schief gebaut. Hab ich auch noch nie gesehen. Hat sich nach einer Blume angehört, glaube ich. Oh, mein Appetit. Da! Blümchen. Oh Gott, das ist eine riesen Batzen Arbeit, den ich mir hier vorgenommen habe. Ja. Ja, aber das wird so ein schönes Projekt auf jeden Fall. Neue Pflanze nicht. Ein paar gezielte Blöcke. Hier wird eine Wand. Was? Nee, da wird noch ein Raum entstehen. Das, was man dringend braucht, zum Beispiel Essen, Trinken, Sanität, das ist alles direkt im Eingangsbereich. Energie natürlich auch, sonst hätten wir ja nicht bauen können hier. Was ist hier finster? Ja. Oh, draußen wird dunkel. Da können wir uns gleich mal den Eingang von außen angucken. Wäre cool, wenn du das noch in deiner Folge zeigen würdest, wie cool der Eingang aussieht. Ja, ich bin quasi gleich vollgepackt mit Essen. Oh. Ah, hier kommt ja noch ein Räumchen hin. Muss aufpassen, ich bin fast tot. Ja, eben kannst du mir hier doch noch irgendwas wegbauen, das ist ja. So. Perfekt. Weg, du Krümmel. Überall Brocken am Rumfliegen. Oh, mein Hunger. Ich hab Hunger. Ich komme. Ist der rot oder gelb? Rot. Rot, okay. Komme. Halte durch. Halt nicht mehr lange durch. Ich brauche einen Snickers. Es sind nur noch 70 Meter bis zum Raumschiff. Boah, es ist hier dunkel. Ein Raumschiff? Ja, Ground Vehicle. Achso. Also so, wo muss ich lang? Ich habe mit rotem Licht schon markiert. Also wenn du wahrscheinlich von der falschen Seite kommst, denke ich mal. Achso, Nacht ist geworden. Da und Pappnase kommt wahrscheinlich von hinten. Nee, wo bist du denn? Komm von links. Ah, geh weg, lass mich hier durch. Was sagt da links? Der Planet ist rund. Keine Ahnung, wo hier links ist. Ja, so. Ja. So. Du bist weg. Oh. Oh, nein, bin ich nicht. Also, das sieht aber nicht so aus, als ob du pünktlich zum Mittagessen mehr zu Hause bist. Ich glaube auch nicht. Also, ich werde wahrscheinlich das Zeitliche sehen, deswegen mache ich mal kurz einen Flug. Wo bin ich? Oh, ausgemacht. Ja. Ey, wieso sind die da oben aus? Scheiße, denn das? Soll an sein? Habe ich eine vergessen anzuschalten. Also wenn man hier anfliegt, dann wird man das sehen. Das wird ziemlich cool aussehen. Ich muss echt da drin stehen, um die zu benutzen. P.
Eines aus. Off, da. Bup. An ist er. Das war cool, dass man hier jetzt einzeln an- und ausmachen kann. Was ist alles mit der Blumenpappnase? Ich komme. Dann würdest du gerne mal sehen, wie die Basis aussieht. Hopp. Ein selbstmörderischer Sprung. Wuh, wie das aussieht, wie irre. Autsch. Da leuchtet die einen so rot an. Und innen drin wird sie noch weiße Lampen bekommen. Das wird ziemlich cool aussehen. Auf jeden Fall. Die Klappe, du Blöde. Das sind die blöden Blumen. Ah, die Blume greift mich an. Hüpf. Kommt hier nicht hoch. Oh, die hat mich getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Ah, ich blute immerhin nicht. So. Ihr seht, es ist noch ein Batzen Arbeit. Pappt noch sich, wenn noch ein bisschen... Hier werden wir noch Cargo-Boxen haben. Wir werden noch einige sammeln müssen, einiges machen müssen. Aber es wird ein riesen hübsches Gerät hier. Auf jeden Fall. Ups. Flo, ich bin gleich zu Hause. Liebster Tim. Wie du von der Ferne siehst, wie das aussieht. Musst du mal beschreiben. Bist du beim Escape-Pod oder wo bist du dann? Soll ich zur Base kommen oder was? Nee, du kannst doch zum Escape-Pod gehen. Dann kannst du von der Ferne gucken, ob das hier leuchtet. Ich weiß nicht, wie das aussieht von der Ferne. Aber ich werde nicht mehr lange leben. Beeile mich. Er beeilt sich. Wir gucken auf die Karte. Wahrscheinlich ist er noch im Arsch. Doch, da ist er. Nö, das ist der Escape-Pod. Da, Partner, so stinkt, sehe ich schon. Da, ach, du kommst von hinten. Ja, da... Ah, ich sterbe. Was? Ich hänge fest. Ich sterbe. Alles gut. Alles gut. Oh. Ich bin tot. Echt? Ja, ich bin verhungert. Schade. Wenn du das sehen würdest, was ich hier gerade veranstalte, aber alles so ungewollt. Das kenne ich zu gut. Ich drehe mich hier die ganze Zeit um meine eigene Achse. So, da ist das Escape-Bot. Und dann wirst du diesen wunderschönen Hangar sehen. Da wird noch viel mehr Licht drin entstehen müssen. Und viel mehr Energie, die wir hier brauchen. Aber aller Anfang ist schwer und ich glaube, wir haben uns bis jetzt ganz gut geschlagen. Oh, ich bin gegen eine laufende Pflanze geflogen. Wo ist das denn jetzt? Da. Du fährst jetzt, Tim Stink fährt an mir vorbei. Ja, Tim Stink kommt wieder zurück. Da fährt er. Boah, voll suizidaler Sprung. Oh. Ich sehe das sieht man von total weit, kann man einen sehen, das ist cool. Ich habe hier so einen schönen Parkplatz. Gut, dann guck mal zur Base, leuchtet die oder aus der Entfernung? Nee, obwohl das ist Eisendeposit. Nee, zu weit weg. Okay, gut, dann sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen und danke an Popnase für das Ressourcenholen. Jo! In der nächsten Folge geht's weiter, wir bauen noch ein bisschen was aus, damit ihr euch nicht das alles angucken müsst, wie wir jeden Block setzen. Aber es wird spannend. Bis dann. Tschüss. Tschüss.